Danke, Frau Präsident. Geschätzte Frau Staatssekretär, ich war so frech und wollte ein bisschen Zeit sparen. Der Kollege Haubner hat gesagt, Sie lassen niemanden im Stich. Das ist sehr lustig oder sehr traurig eigentlich, weil das werden sich viele, denen KOFAG-Hilfen versprochen wurden, auch gedacht haben, als der damalige Bundeskanzler Kurz gesagt hat, wir lassen niemanden im Stich, weil alle Betriebe geschlossen worden sind. Die alte Platte, die er auch erwähnt hat, ist nämlich auch 37 Jahre alt, dass immer eine Steuerentlastung vor Wahlen kommt, was die ÖVP verspricht, nämlich das ist eine noch ältere Platte und der Kern ist ja jener. Es wird uns allen schon einmal passiert sein bei einer Waschmaschine, bei einer Reparatur von einem Tisch, von einem Sessel, wenn der Handwerker dann sagt, also die Arbeitsleistung kostet so viel, da kaufen Sie einer lieber was Neues. Und wenn ein Rohr verstopft ist, wenn ein Installateur kommt, wenn man ein Auto reparieren muss, muss ein Installateur zum Beispiel 2 Tage arbeiten, um sich die eine Reparaturstunde leisten zu können bei der Autowerkstatt. Ist auch ein Thema. Was ist der Faktor? Der Faktor ist der hohe Faktor Arbeit. Also wir müssen schauen, dass der Kostenfaktor Arbeit gesenkt wird, dass die Steuerquote auf 40 runterkommt. Dann brauchen wir auch nicht mit einem Handwerkerbonus daherkommen, weil wir nämlich zuerst schon dem Handwerker, dem Steuerzahler zu viel aus der Tasche nehmen, um ihm dann wieder mit dem Handwerkerbonus das zurückzugeben. Würden wir auf einer Steuerquote sein von 40% und nicht von der Loacker klatscht, ja, natürlich, nicht von 43,3% oder sonst irgendwie, dann würden wir nämlich bei einer Steuerquote von 40% jedem Steuerzahler, jedem arbeitenden Mensch in diesem Land 2.130 netto mehr bieten können. Dann hätten Sie 2.130 Euro netto mehr in der Tasche. Will ich dann, wie der Kollege Haubner noch gesagt hat, die kränkelnde Baubranche sozusagen unterstützen, dann habe ich einen anderen Vorschlag und ich wundere mich auch, dass da die Grünen mitgehen. Ich würde ja nicht Straßen bauen, sondern ich würde Schulen bauen, auch im Sinne der Bildungspolitik, auch im Sinne einer staatspolitischen Verantwortung für die nächste Generation. So könnte man die Baubranche wieder revitalisieren und nicht so, auch wie der Wirtschaftskammerpräsident und der Pepo Muchic es sich gedacht haben, damals mit dem Häuselbauerbonus. Es wäre doch interessant, würden wir wirklich einmal eine Bauoffensive in den Schulen begehen und nicht auf den Straßen. Würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn das einmal passieren würde. Der Kostenfaktor Arbeit ist nämlich jener, der zum Beispiel auch den Schnitzelpreis dominiert. Nämlich der Wareneinsatz bei einem Wiener Schnitzel vom Kalb im Butterschmalz ist circa bei 6 Euro. Die Arbeitskosten liegen aber bei 18. Dann brauchen wir uns nicht darüber diskutieren, warum sozusagen ein Schnitzelpreis so hoch ist. Genauso brauchen wir uns dann nicht darüber unterhalten, warum es so teuer ist, was zu reparieren im Verhältnis zu dem, wenn man es neu kauft. Wir wurden zu einer Wegwerfgesellschaft auf unserem Kontinent erzogen. Wir wurden zu einer Wegwerfgesellschaft in Österreich auch dazu erzogen. Warum? Weil die Länder das Geld brauchen. Es sind nämlich noch einmal die 4 Fs. Es ist dieser falsch verstandene Föderalismus, nämlich die Doppel- und Drei- und Vierfachgleisigkeiten in den Förderungen. Es ist der falsch verstandene Föderalismus, der nicht zu einem Wettbewerb unter den Ländern führt. Es ist ein Feudalismus entstanden durch die Landeshauptleute, die dann gern das Geld austeilen, das wir in den Bund hineinzahlen. Das heilt unseren Kostenfaktor Arbeit so hoch. Es wären 12 Milliarden drinnen, um 10% netto für jeden arbeitenden Menschen in diesem Land im Börsel überzulassen. 12 Milliarden wären notwendig und diese 12 Milliarden sind bei den 4 Fs, nämlich das 4. habe ich noch vergessen, der Föderalismus drinnen. 12 Milliarden in diesem Land, das hat das WIFO ausgerechnet. Also sollten wir uns daran erinnern, nicht mit der Gießkanne den Handwerkerbonus zurückzuverteilen, sondern zuerst einmal die steuerliche Belastung dramatisch senken, nämlich auf den Kostenfaktor Arbeit.